Alle vier Jahre legt der Bundesrat die Leitplanken der Agrarpolitik fest. Es ist wieder soweit. Die AP 22 Plus zeichnet die Agrarpolitik von 2022 bis 2025 vor. Das ist ein wichtiger Meilenstein. Die neue Agrarpolitik muss den Bauernfamilien ermöglichen, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern. Das tun wir, indem wir zum Beispiel vorschlagen, eine Sozialversicherung für den Lebenspartner des Betriebsleiters oder der Betriebsleiterin einzuführen. Die neue Agrarpolitik wird den Familienbetrieben auch mehr Handlungsspielraum geben und ihre Autonomie durch Verbesserungen im ländlichen Bodenrecht stärken. Der Bundesrat will auch eine umweltfreundlichere Agrarpolitik. Damit reagiert er auf das Anliegen der Bevölkerung nach nachhaltiger Landwirtschaft und gesunder Ernährung. Die Umweltbelastung und der Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen werden weiter reduziert. Die AP 22 Plus steht also für eine umweltfreundliche, faire und fortschrittliche Landwirtschaft. Und ich bin überzeugt, dass die neue Agrarpolitik die Situation unserer Landwirte und unserer Umwelt weiter verbessert.